Friedrich August von Hayek, die verhängnisvolle Anmaßung, die Irrtümer des Sozialismus, im Original in englischer Sprache erschienen. Ein Buch, das Aufsätze zum Sozialismus enthält. Der Sozialismus ein Fehler, über Moralsysteme. Ja. Ein Buch, das wirklich vieles bietet. Aufsätze über die Ursprünge von Freiheit, Eigentum und Gerechtigkeit, über die Evolution des Marktes, über die verhängnisvolle Anmaßung, für andere Menschen zu planen. Ja. Und Hayek-These ist ja, wenn man, dass es kein vollständiges Wissen gibt, dass Wissen ein evolutionärer Prozess ist, gewissermaßen verteilt, ja, nicht in der Hand von einzelnen Personen oder Gruppen, deswegen dürfen sich einzelne Personen oder Gruppen auch nicht anmaßen, für andere zu planen, über andere zu bestimmen, über andere vielleicht auch zu herrschen, obwohl Hayek von den Austrians vielleicht die wenigste anarchistische Lust in sich verspürt. Ja, und er schreibt auch über Sprachgebrauch. Ja, interessant. Hayek war ein Sozialwissenschaftler, sich mit vielen Themen beschäftigt. In diesem Buch gibt es ein großes Kapitel, das nennt sich Unsere vergiftete Sprache. Und er beschreibt in diesen Kapiteln, wie es gelungen ist, im Laufe der sozialistischen Tradition oder der sozialistischen Mission die Sprache zu verändern, somit auch unser Denken zu verändern. Ja, in diesem Buch gibt es zwei berühmte kleinere Artikel. Der eine heißt unser animistisches Vokabular, also unser animistisches Vokabular, damit ist gemeint, also damit sind gemeint Worte, die quasi in eine Seele eingehaucht wird. Ja. Unser animistisches Vokabular und der verworrene Begriff Gesellschaft. Und dann das Wieselwort Sozial. Das Wieselwort Sozial, was ist ein Wieselwort? Ein Wieselwort. Das ist zum ersten Mal ein Begriff, den es im Deutschen gar nicht gibt, der aus dem Englischen kommt, Wieselwort. In England, oder Shakespeare das verarbeitet, gibt es einen Volksglauben, dass ein Wiesel angeblich imstande sein soll, ein Ei auszusaugen, ohne eine Spur dran zu hinterlassen, so ohne ein Loch zu machen. Und ein Wieselwort ist ein Wort, das einem anderen Wort die Bedeutung nimmt. Sagt Franz ist klug, Franz ist eigentlich klug. Ja. Sagt Franz ist eigentlich klug, dann ist er eigentlich nicht mehr so klug. Und das sagt man gewissermaßen durch die Blume. Und sein Wieselwort, meint Hayek, ist auch der Begriff Sozial. Weil der Begriff Sozial anderen Begriffen gewissermaßen die Bedeutung nimmt. Und er bringt da viele, viele Beispiele. Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wäre das, also dass jeder das Seine bekommt, und soziale Gerechtigkeit wäre, dass jemand etwas bekommt, was nicht das Seine ist, dass das jemandem anderen weggenommen wird, um es ihm zu geben. Ja. Oder Versicherung und Sozialversicherung. Eine Versicherung ist etwas, was man freiwillig abschließt. Und eine Sozialversicherung ist genau das Gegenteil davon, nämlich etwas, zu dem man gezwungen wird, und wenn man seine Beiträge nicht bezahlt, bekommt man gröbere Probleme. Ja, eine Zwangs.
der Leistung und Sozialleistung. Also eine Leistung besteht darin, dass ich eben etwas erbringe, eine Leistung erbringe. Und eine Sozialleistung wäre, wenn ich eine Leistung, eben keine Leistung erbringe, aber trotzdem dafür etwas bekomme. Also es verändert den Begriff. Und Hayek beschreibt, wie das entstanden ist. Und dass die Begriffe Gesellschaft und Sozial, die ja beide von Sozietas kommen aus dem Lateinischen oder von Geselle, Gefährte im Deutschen, durch diese Begriffe seit der Zeit Bismarcks in der sozialdemokratischen und sozialistischen Tradition in den Sprachgebrauch eingeführt worden sind. Das sind ursprünglich marxistische Kampfbegriffe gewesen, sagt er. Und haben auch einige, also haben unser Denken verändert und auch ziemlich viel Verwirrung ausgelöst, weil eine Gesellschaft kann quasi heute alles sein. Eine kleine Gesellschaft, eine Jagdgesellschaft, eine kleine gesellschaftliche Gruppe von Menschen am Land zum Beispiel. Es kann aber auch eine Jagd- oder Sportgesellschaft, eine Vereinigung sein. Es können eine Gesellschaft der Ärzte geben oder der Techniker geben. Und das wird der Begriff aber auch verwendet für quasi alle Menschen unserer Gesellschaft. Also für eine sehr große Gruppe von Menschen, die sich nicht mehr kennt, so wie heute es üblich ist in den Großstädten, generell in einer vernetzten Welt. Diese Menschen würden auch meinen, dass sie in einer Gesellschaft leben, obwohl sie gar keine Verbindungen mehr haben zu den anderen, vielleicht nur über die unendlich verästelten Tauschketten. Ja, so diese Großgesellschaft, als auch diese Kleingesellschaft, sagt Hayek, wird mit dem Begriff Überbegriff Gesellschaft also, bezeichnet und der Begriff wird gewissermaßen inflationär gebraucht. Eine Gesellschaft ist alles oder nichts. Und was noch wichtig ist, aber, und das meint er, war die sozialistische Intention, dass wenn man die Großgesellschaft Gesellschaft nennt, so wie eine kleine heimelige Gesellschaft, dass man hier gewissermaßen Leben einhauchen will, ja, und dass man ja Ziele geben will, die sie natürlicherweise nicht hat. Diese Ziele ergeben sich in kleinen Gesellschaften ganz natürlich. Dort gibt es Führungspersönlichkeiten, die sich herauskristallisieren, weil sie eben die Besten in ihrem Fach sind. Und da wird diese Menschen wird gehört. Und da ist das nicht so ein Problem. Wenn man aber in einer großen Gesellschaft so etwas erreichen will, da zitiert Bertrand de Jouvenel, muss man im Grunde tyrannisch vorgehen, manipulativ vorgehen, sonst passiert das einfach nicht. Ja. Das ist die Gefahr dieses Begriffs. Ja. Das Hayeks Frage ist, was ist und wer oder was ist die Gesellschaft? Was soll das sein? Ja. Und daraus eben abgeleiteter Begriff sozial, der zu einer Vorschrift geworden ist. Ja. Das moralische Wort gut ersetzt hat. Also sozial muss man einfach sein. Sonst ist man ein schlechter Mensch. Ja. Und das ist eben genau dieser Trick, wenn man politisch brauchbare Worte durch permanentes Verwenden so einbürgert, dass man damit das Denken der Menschen verändert, sie verwirrt und ihnen was unterjubelt. Das wird hier sehr gut beschrieben. Das ist einer der spitzfindigsten Texte von Hayek. Sehr lustig auch zu lesen. Ja. Sehr vergnüglich. Sehr scharfsinnig. Und ja, also diese paar Seiten, diese Passage hier, ist quasi so ein Schlag in die Magengrube aller Sozialisten. Das ist ein Text, der diese Leute so wirklich ärgert. Ja. Also wenn man Sozialisten und Sozialdemokraten ärgern will, dann kann man sie mit diesem Text konfrontieren. Es ist brillant geschrieben, was bei Hayek nicht selbstverständlich ist. Manchmal ist es ein bisschen verworren, auch im Text. Aber hier eine Übersetzung, eine sehr gute Übersetzung, meine ich, wird alles sehr klar.
Ja, eine Buchempfehlung für dich, August von Hayek, die verhängnisvolle Anmaßung und die Irrtümer des Sozialismus.